Ja, wir haben uns hier versammelt, um was über Freifunk zu reden. Viele haben vielleicht schon einen Freifunkrouter zu Hause, haben es mal irgendwo in der Stadt genutzt. Und der No-Master und der Dob erzählen euch jetzt, was so die, hauptsächlich der Dob und der No-Master stellt komische Fragen. Was ein Freifunk überhaupt ist, wie die Community funktionieren, was für Probleme es gibt, was für Vorteile. Und deswegen eine kleine Runde Applaus für den Dob. Ja, danke schön. Ich bin der Dob, bürgerlicher Name Tilo, mache seit circa 2 Jahren Freifunk und habe gedacht, ich erzähle euch mal dazu was. Wer Fragen hat während des Vortrags, kann die gerne am Ende stellen. Ansonsten hätte ich schon mal 2 Umfragen zu Beginn. Die erste wäre, wer hat überhaupt schon mal alles vom Freifunk was gehört? Ich bin baff, fast 95% würde ich mal schätzen. Wer hat also einen Freifunk-Router zu Hause stehen? Ja, 30-40%. Super, das ist schön. Ja, wie kommt man überhaupt dazu, Freifunk zu machen? Oder was bewegt einen dazu, überhaupt Freifunk zu machen? Und wie tritt man überhaupt in Kontakt? Für mich war es eher Zufall und habe mir dann nochmal in Ruhe diese Idee angeguckt. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, soziale Komponenten? Und bin dann da irgendwie reingerutscht und dachte, ja, mach's jetzt mal Freifunk und hat dann irgendwie angefangen mit, ich besorge mir mal so einen Router. Zwar nicht so einer, wie der steht, nur mal kleiner, aber habe ich mir besorgt, zu Hause hingestellt und mal ein Freifunk-Firmware-Image drauf installiert. Ja. In meiner Nachbarschaft, ne, ist natürlich, ich wohne auf dem Land, da gibt es halt ganz wenig Internet, ganz wenig WLAN, ganz wenig alles, was irgendwie Spaß macht. Und da ich aus dem IT-Bereich komme und selber einen sehr breitbandigen Anschluss habe, habe ich gedacht, könnte ich ja da was abgeben und habe dann eigentlich mal so bei einem Straßenfest in der Nachbarschaft gefragt, wie sieht das aus, habt ihr da Bock drauf, soll man das nicht mal machen? Resonanz war sehr gut und schon in wenigen Wochen danach konnte ich einige meiner Nachbarn dazu bringen, selber Freifunkrouter aufzustellen. Das ist jetzt quasi ein Bild da, wo ich wohne, in der Straße, und wir haben sogar noch ein bisschen hinten raus auch noch super Empfang. Das heißt, wenn da irgendwie Straßenfest ist oder jemand im Garten ist, wir haben eine super WLAN-Abdeckung, freies WLAN, jeder kann da rein und kann frei surfen oder frei sich in unserem dezentralen Netz bewegen. Genau, was sind Freifunker eigentlich für Menschen? Wie man sieht, ganz normal, vielleicht in der Konstellation etwas kamerascheu, aber wir sind jetzt keine Vollnerds und wir suchen auch Leute, die aus Nicht-Nerd-Sekten kommen und mit uns zusammen Freifunk machen. So ein Freifunktreffen ist eigentlich, jetzt kann man sagen, wie ein Treffen bei Freunden. Man setzt sich dahin und spricht über technische Dinge und macht Freifunk. Und in der Mitte sehen wir halt so diesen typischen, das typische Routerpaket, so ein WR841, das ist so der 0815-Gerät für Standardeinsätze, was wir so freifunktechnisch einsetzen. Genau. Wo kann man uns finden? Freifunk in Deutschland ist erstmal regional organisiert. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen für verschiedene Städte und Bereiche. Das ist, kann man auf freifunk.net nachgucken. Ich habe die Links aber nachher nochmal auf der letzten Folie. Und ja, dann kann man so zu Treffen gehen, sich unterhalten, informieren oder selber direkt tätig werden, indem man da vor Ort Router flasht und sich erklären lässt, wie das geht. Und auch die anderen, sag ich mal, Sachen, die da mit Freifunk mitspielen. Ja, wie kommunizieren Freifunker überhaupt? Das ist jetzt ein bisschen anders als bei dem normalen Mensch. Und zwar ist es hauptsächlich digital, also zumindest in meiner regionalen Community. Also ich habe von den wenigsten eine Telefonnummer und die treffe ich auch sonst nirgendwo in meinem Umfeld. Also ich treffe die eigentlich nur auf Treffen oder halt im Internet. Und da haben wir, sag ich mal, im Angebot oben rechts im Bildschirm zum Beispiel IRC oder Jabber-Kontakte. Im Hintergrund direkt daneben ist quasi die Mailingliste, die auch sehr viel genutzt wird, auch von sehr vielen nicht-technischen Menschen. Also da findet eigentlich ein Großteil der Kommunikation statt. Und was das Tolle daran ist, man kann auch nachgucken, weil es gab schon mal bestimmte Fragen, die werden immer wieder gestellt und die finden sich meistens in seinem Diskussionsarchiv von einer Mailingliste wieder. Darüber hinaus gibt es natürlich wie bei vielen Projekten in diesem technischen Bereich Wikis. Die meisten Communities in Deutschland haben ein Wiki, wo auch ganz viel drinsteht, was halt die regionale Community und deren Infrastruktur und Technik schon beschreibt. Also da kann man auch schon ganz viele Informationen vorab abgreifen und
sich informieren, wie das überhaupt geht, wo ein Treffen ist, wann das stattfindet und was es sonst noch so gibt. Ja. Hier unten nochmal so ein 0815 EC-Chatfenster, wo man dann auch reinkommen kann. Bei uns ist es jedoch so, in Köln, Bonn und Umgebung, dass IRC eigentlich sehr hohe Antwortlatenz hat. Das heißt, es kann da sein, wenn ihr da reinkommt, dass er immer 2 Stunden gar keine zurückschreibt. Kann sein, dass direkt jemand da ist, aber es kann auch mal dauern. Also don't worry, lieber Mailingliste schreiben. Und wer viel sowieso schon online ist, kann auch sich ins IRC einklinken und da mit uns sprechen. Wer ist eigentlich der Boss bei Freifunk? Eine gute Frage, oder? Aber eigentlich haben wir kein so ein richtiges hierarchisches Modell, wonach organisiert wird oder strukturiert wird bei uns. Das ist eigentlich eher eine freie Sache. Es gibt eigentlich keinen Boss in der Form. Ja, die öffentliche Wahrnehmung ist meistens trotzdem ein bisschen abwegig von dem, was eigentlich praktiziert wird. Das heißt, bei uns gibt es jetzt keinen, der dafür bezahlt wird oder der irgendwelche Dinge tut, weil auf Zuruf oder machen muss, weil es irgendjemand sagt. Bei uns passieren die meisten Dinge halt einfach nur, weil Menschen sich einbringen und Sachen machen möchten. Also es kommt, sag ich mal, in letzter Zeit auch vermehrt vor, dass Leute halt sagen, die Freifunk neu kommen, so ja, ich habe jetzt meine Freifunk-Route eingesteckt und ich hätte noch gerne die und die Funktion. Macht das doch mal einer. Und ärgert sich dann, wenn es keiner macht. Aber bei uns werden natürlich gute Ideen umgesetzt, aber meistens muss es auch irgendjemand machen und dass jeder in seiner Freizeit macht, ist es halt schon so, dass man sich am besten selber mit einbringt. Das sehen wir auch sehr gerne und freuen uns auch gerne über Leute, die neu dazukommen und sich einbringen in diese Technik und mitmachen einfach. Ja, wie machen wir das eigentlich, mitmachen? We have a strategic plan, it's called doing things. Das kann man eigentlich wörtlich so nehmen für uns. Also bei Treffen setzt man sich hin, es gibt selten eine Agenda oder selten Sachen, wonach irgendwie schwer geplant wird. Meistens werden Sachen gemacht, die, sag ich mal, unter den Fingernägeln brennen, die sowieso gemacht werden müssen dann. Es gibt aber auch Sachen, wie, sag ich mal, die nicht, sag ich mal, technisch relevant sind, aber trotzdem nice to have sind, die dann da einfach umgesetzt werden. Und das ist nicht nur technisch, es fängt von der Homepage an, geht über Formulierungen von Flyern und auch natürlich anderen Sachen. So sieht es eigentlich in Wirklichkeit aus. Leute machen Dinge und dann klappt es eigentlich auch am besten. Und ja, ein bisschen verkackt, aber gut, machen einfach weiter. Ist so ein bisschen wie Organisationspunk. Also es gibt, ist alles sehr frei, gibt keine festen Rahmen. Wir haben wohl Vereine oder Institutionen oder Projekte, Gruppen, die uns unterstützen. Also jetzt nicht nur, was Infrastruktur angeht, auch in Haftungsfragen oder anderen Geschichten. Und ja, ich finde das Wort übrigens super. Ich meine, es stammt vom Bauer Holland. Ich war mir aber nicht mehr so sicher, deswegen habe ich jetzt kein Zitat dafür angegeben. Müsste mal einer recherchieren. Weiß es einer rein zufällig? Nein? Gut. Nicht so schlimm. Was für eine Struktur haben wir eigentlich? Was ist denn das für eine Struktur? Weiß das jemand? Keiner? Also, das wäre jetzt eine zentralistische Struktur, weil alles von einem Sternpunkt ausgeht. Ist aber jetzt nicht die Form, wie unser Freifunk funktioniert. Ich frage trotzdem mal, kann sich jemand vorstellen, wie das heißen könnte? Ist das ein Mesh? Es ist auf jeden Fall vermascht, aber es ist noch nicht ganz so das, noch nicht ganz das, was wir machen. Wir machen eigentlich das. Das heißt, dezentrale Struktur, das ist eine Mischung oder eine Mischform zwischen der zentralistischen und der vermaschten Struktur. Und das ist das, wie Freifunk funktioniert. Man könnte jetzt auch genauso sagen, das sind einzelne Mesh-Knoten, die irgendwo stehen und irgendeiner, der in der Mitte hat, zum Beispiel eine Verbindung zu unserem Backbone-Netzwerk und baut somit Verbindungen zu den restlichen vermeschten Meshwolken auf. Das trifft aber nicht nur auf die Technik zu, das ist auch unsere soziale Komponente. Also nicht nur die Technik ist dezentral strukturiert, sondern auch die sozialen Faktoren, das hast du vorhin schon angesprochen. Das sind die regionalen Gruppen. Jede regionale Gruppe hat zu treffen, wo die da hinkommen. Die besprechen dann lustige Dinge und diskutieren aber auch über kritische Fragen.
Und auf solchen Veranstaltungen wie hier, so kommen dann vielleicht Leute aus den verschiedenen Communities aus Deutschland zusammen und sprechen darüber, was sie so gemacht haben und gucken sich dann so ein bisschen vielleicht auch gegenseitig ab, was hat der gut gemacht, was können wir davon übernehmen und was machen die anderen überhaupt so oder was ist doof, was können wir weglassen und verändern. Dadurch treten nette Symbiosen auf, man lernt Menschen kennen und man kommt auch ganz schnell auf Sachen oder man sieht dann Sachen, wo man eigentlich denkt, klar, hätte ich drauf kommen können, hat man aber nicht und die anderen haben es schon gemacht und kann dann quasi fertige Konzepte übernehmen und ja, kann sein eigenes Projekt in seiner regionalen Community dann voranbringen. Genau, Freifunk ist do-it-your-own. Also kann Freifunktechnik an sich kann selbst verschiedene Formen haben. Es gibt da keine festen Richtlinien. Und da Freifunk von Bürgern für Bürger ist, kann es auch keiner einfach so kaufen oder übernehmen oder zumachen oder schließen oder irgendwie unterbinden. Weil die Geräte sind ja letztendlich in Besitz von Menschen, die das bei sich zu Hause aufstellen und sind somit, also gibt es gar keinen, wenn ihr euch jetzt so ein Gerät kauft und das machen eure drei Nachbarn auf, wer will denn da hinkommen und sagen euch die, sagen, ihr schaltet euer Freifunk ab, das geht ja gar nicht, weil es ist ja als jeweils in Einzelbesitz, das müsste, wäre gesetztechnisch sehr aufwendig und ja, ich denke mal nicht praktikabel und ja, wie gesagt, von der technischen Seite ist, man kann das halt ganz verschieden stricken, man sieht hier oben rechts von euch eine Jage-Antenne, die endet dann in so einer Routerkiste, die ist auch selbst gebaut, mit ein bisschen Dachpappe drum und ein bisschen Strom drin, damit es nicht nass wird. Kann auch einfach nur ein normaler Router sein, der im Fenster irgendwo steht und funkt. Oder wie du oben drüber, das ist eine schon gerichtete Antenne, die irgendjemand schön mit Kabelbinder festgetackert hat. Oder ich meine, ich weiß gar nicht, wo es genau war. Ich habe es mal gewusst, ich habe es wieder vergessen. Oder einfach, sag ich mal, mit Gaffer-Tape oben in die Scheibe von einem Café oder Bar oder Biergarten, ich weiß gar nicht, was es war. Und hier ist nochmal, also ich meine, eine etwas professionellere Variante, sehr schön technisch gelöst für eine Access Point auf einem Dach. Ja, Zensur. Don't the Internet. Wir zensieren nicht. Finden wir auch nicht gut. Wollen wir nicht. Ja, diesen schönen Aufkleber gibt es übrigens vorne in der Sticker Cloud. Kann man sich gerne nehmen und draufkleben, ist auch das, wofür wir stehen. Wir möchten nicht den Netzzugang installieren und es interessiert auch gar nicht. Wir haben auch gar keine Belange, da irgendwie tätig zu werden in der Richtung und da Leute irgendwie oder irgendwelchen von diesen technischen Traffic da in irgendeiner Weise zu manipulieren oder Sachen rauszustreichen. Überwachung. Ich fand das Bild so super. Auch nette Kampagne, by the way. Wir überwachen auch nicht und interessiert genauso wenig wie Zensur, interessiert es uns, Menschen zu überwachen und irgendwelche Statistiken zu führen oder Logs zu führen, um irgendwelche Sachen rauszufinden. Ist uns egal, wollen wir nicht. Ja. Ich finde das, wie gesagt, ganz nette Bilder, der Blick auch von der Frau. Super. Die haben ja noch andere tolle Bilder. Total super. Ja, im Groben und Ganzen war es das eigentlich schon fast. Was wir aber brauchen, wir brauchen euch. Wir brauchen neue Menschen, die zu Freifunk kommen, Sachen tun, Dinge tun, im Projekt sich teilnehmen, darüber reden. Und das beschränkt sich eigentlich nicht auf Nerds. Also wir brauchen eigentlich alles an Menschen. Also, ihr müsst kein Developer sein, kein Engineer. Ist natürlich auch super, können wir auch brauchen. Aber ihr könnt auch genauso gut Designer sein, Entwickler, Netzwerker, also auf sozialer Ebene und, sag ich mal, Freifunk an Orten möglich machen, wo es halt vielleicht ein Nerd gar keinen Zugang zu hat, zum Beispiel ist politisch gesehen, also in der Politik aktiv da mitarbeiten und Freifunk nach vorne bringen. Also es gibt da viele Betätigungsfelder und wenn ihr Bock auf Freifunk habt, kommt einfach zu uns an den Stand und sprechen wir uns drüber. Es gibt für jeden was zu tun, seid sicher. Ja, und wir haben Router da, genau, und wir haben Router da. Ja, genau. Ich bin nämlich eigentlich schon fast durch damit. Wollte euch mal kurz einen Überblick darüber geben, wie ich dazu gekommen bin, was Freifunk so ist. Und für tiefergehende Fragen oder intensivere Fragen lade ich euch ein, gleich nach dem Vortrag bei uns einfach im Hackcenter vorbeizukommen. Wir sind der erste Tisch da links, wo die ganzen Antennen oben drüber hängen. Und ja, wir haben Router da. Ihr könnt mit uns Router flashen, einen Router direkt mit nach Hause nehmen, sofern noch genug da sind.
und mit uns Freifunk machen. Und jetzt ja, wäre der Platz oder Rahmen für euch, mich mit Fragen zu löchern, wenn ihr denn welche habt. Gar keine? Bitte. Ich hätte es auch wiederholt. Ja, meine Frage wäre, brauche ich ein spezielles Firmware oder kann ich einfach OpenWRT oder sonst irgendein Router-Firmware dafür nehmen? Also ganz grundsätzlich kannst du eine OpenWRT-Firmware nehmen und die dann entsprechend für deine Community modifizieren, den Anforderungen, die sie hat. Du kannst aber auch ein fertiges Image, was auf OpenWRT oft basiert, nehmen, was halt quasi die ganzen Einstellungspakete hat, die du haben willst. Also zum Beispiel bei uns in KWU ist zum Beispiel CSurf noch drauf für Statistiken und Tink für die Tunnel und noch ein bisschen Config-Kram. Ja. Weitere Fragen? Ja, da vorne? Wie sieht das hier? Wie sieht das denn rechtlich aus? Also es gibt doch immer noch die Störerhaftung, oder? Wie ist das so? Ja, darf ich dich dafür einspannen oder dich? Ja, 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 die Störerhaftung ist sehr lästig und verhindert, dass wir guten Gewissens normalen Menschen einen Router in die Hand drücken können, der über ihren Internetanschluss direkt ins Internet den Verkehr leitet, weil sie möglicherweise sonst über die Störerhaftung haftbar gemacht werden. Allerdings nur für privatwirtschaftliche Schäden, also nicht für strafbare Handlungen, die im Strafrecht geregelt sind. Da gilt ganz, ganz klar das Verursacherprinzip. Das heißt, Störerhaftung geht nur über privatrechtliche Probleme, die da entstehen. Das sind typischerweise Urheberrechtsverletzungen. Wir schützen unsere Aufsteller dadurch, dass wir den ganzen Datenverkehr umleiten über ein VPN. Das terminiert bei uns im Moment in Berlin beim Chaos Computer Club und wird über einen kleinen Provider abgewickelt. Und diese kleinen Provider sind von der Protokollpflicht befreit und entsprechend gibt es möglicherweise solche Abuse-Anfragen an den Provider und der wird einfach nur so die beantworten mit wir haben keine Aufzeichnungen, wer um 11.36 Uhr die IP-Adresse so und so gehabt hat. Und das führt dazu, dass diese Nachforschungen typischerweise ins Leere laufen. Das ist natürlich keine befriedigende Lösung. Und deswegen hoffen wir, dass das irgendwann politisch eindeutig und hoffentlich im Sinne eines freien Internets geregelt wird. Hat das deine Frage beantwortet? Ja. Hier vorne? Das Thema Landleben. Wie groß sind die Abstände, die Sie realisieren können? Wir können eigentlich, es gibt, das ist eher eine Frage der, ob man es umsetzen möchte und der Mittel, die man hat, anstatt eine Frage der Realisation. Also es gibt, wir haben bei uns auch im Stand, sind mal so kleine Satellitenschüsseln hängen, so sehen die aus, das sind die Ubiquiti Nanobeams. Damit kann man schon, sag ich mal, lange Richtfunkstrecken bauen, um quasi ganze Orte zu vernetzen, was ich selber bei mir in der Eifel, wo ich herkomme, auch vorhabe und teilweise schon gemacht habe. Das eine Bild, wo die Yagi da oben rechts war, das ist zum Beispiel so eine Strecke gewesen, die geht über, ich glaube, ja, 500 bis 700 Meter. Geht aber auch noch viel mehr. Ist eher, wie gesagt, eher eine Frage der Machbarkeit. Wenn du eine freie Sichtverbindung hast und die Fresnelzone frei ist, kann man da wirklich Distanzen überbrücken. Also auch in Arnsberg im Freifunk Rheinland gibt es schon einige große Strecken, wo ganz über mehrere Kilometer, ich weiß jetzt gar nicht genau, also ich glaube, 3 bis 5 Kilometer sind das, Spanplatte, Glockenturm, wo dann Freifunk drüber, über Richtfunk gemacht wird. Okay?
Ja, ich hatte zum einen einen kleinen Kommentar zur Störerhaftung. Ich hatte versucht, das auszuhebeln, indem das über einen Verein zu laufen kommen sollte und wurde dann darauf hingewiesen, dass ich ja selber den Vertrag, den wir für den Verein gemacht haben, um eben Internetzugang zu haben, über eine Privatperson dieses Vereins laufen lassen, weil nämlich genau die Zugänge, die nicht über Privatpersonen laufen, sondern sozusagen geschäftlich sind, wesentlich teurer sind. Das heißt, man sollte dann nochmal darauf achten, wenn man irgendwie sagen möchte, ja, ich bin ja jetzt davon befreit, weil ich bin ja ein Verein oder ich bin ein Café oder ich bin, was weiß ich, ein kleines Hostel, dann muss natürlich auch der tatsächliche Vertrag, den man abgeschlossen hat mit dem Provider, eben auf diese juristische Person lauten, sonst ist man nicht raus. Das war der kleine Kommentar. Und die Frage, die ich noch hätte, ist, ob der Freifunk in den letzten Jahren sich irgendwie näher an die eben nicht nur die Verbindung von einzelnen Benutzern, sondern auch an die also Verbindung der verschiedenen Freifunk-Initiativen irgendwie gewendet hat oder ob das immer noch eher so punktuelle Initiativen geblieben sind. Ich gehe mal ganz kurz noch auf deinen Kommentar ein. Und zwar, ja, aber natürlich musst du dann, wenn du einen Verein machst, auch diesen Anschluss darüber tragen. Wie das genau jetzt gesetzlich damit aussieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es eigentlich besser wäre, wenn du ISP bist, wenn du sowas machst. Achso, ja, du meinst, ja, okay, du meinst zwischen Endkunden und Businessverträgen. Ne? Ja, okay. Aber das, ja. Können wir nachher nochmal in Ruhe hinten im Hackcenter sprechen. Die andere Geschichte war eine Vernetzung von Freifunk-Communities untereinander, habe ich das richtig verstanden? Gibt es oder ist man dran? Es wird bereits schon seit längerer Zeit koordiniert und es gibt schon Freifunk-Communities, die bereits untereinander Tunnel gebaut haben und vernetzt sind, also wenn du darauf hinaus möchtest. Warte mal kurz auf das Mikrofon, dann. Ja, die Frage läuft darauf hinaus, ob diese Tunnel-Endpunkte für die Freifunk-Communities, die neu entstehen mögen, irgendwie zur Verfügung steht oder ob man sich dann selber Tunnel bauen müsste und eben für diese Entkopplung sorgen. Das ist sowohl als auch. Also, du kannst selber quasi eine Community gründen und einen eigenen Weg quasi ins Internet bauen. Du kannst aber auch sagen, ich schließe mich einer Community an und da muss man da halt hingehen, mit denen sprechen, aber es gibt beide Wege. Also, du kannst. Wir in KWU machen es quasi selber. Es gibt im Freifunk Rheinland mehrere Domänen, die es alle über mittlerweile verteilte Uplinks machen. Also es gibt beide Varianten auch wieder. Also du kannst sagen, baue ich mir selber oder ich gehe mal zu einer großen Community hin und spreche mit denen, ob die noch teilweise Backbone-Netz von mir übernehmen können oder wollen, möchten oder wie das abläuft geht. Es ist auch so, dass wir in der Vergangenheit auch schon quasi so Inkubator waren, auch ist eigentlich auch typisch für andere Communities. Wenn dann geht man einfach zu der benachbarten Community hin und sagt, ja, ne, ich möchte das hier starten, aber ich bin auch vielleicht noch alleine oder wir sind noch wenige und haben noch nicht so die technische, wir sind noch nicht technisch up to date, dass man einfach erstmal deren Infrastruktur mitbenutzt, bis man seine eigene Infrastruktur aufgebaut hat. Also das, da gibt es echt verschiedene Wege, wie man zu seiner eigenen Community kommen kann und wie nachher der Uplink organisiert wird, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Es würde mich interessieren, ob es Beschreibungen gibt, wie das ganze Projekt gewachsen ist. Mit welchen Mitteln und mit welchen Partnern, in welchen Ländern, wie die Geschwindigkeit der Einwohnerzunahme aussieht, abhängig von, weiß ich nicht, Landschaft oder Religion, soziologische Studien des Wachstums. Also das Overall-Wachstum von Freifunk und die Menschen, die daran teilnehmen, habe ich ja selber jetzt natürlich nicht im Blick. Ich kann euch aber einen kurzen Überblick geben, was sich hier in Köln-Bonn-Umgebung getan hat. Das ist quasi die Freifunkwolke von Februar 2014 von der Köln-Bonner Seite. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut erkennen. Genau, gute Frage. wer es noch nicht kennt, das ist unser Graph. Und dieser Graph stellt es quasi eine funktionale Übersicht dar über die Router oder die Geräte und Clients, die bei uns im Netz eingebucht sind. So ein weißer Punkt würde jetzt so ein Router sein, so ein WR, so ein Ding, was ihr vorhin gesehen habt, mit den Antennen dran. Die blauen Punkte sind Clients. Mehr Informationen haben wir aber auch nicht an der Stelle. Wir wissen nur, dass einer eingebucht ist. Wir wissen nicht, wer er ist, was er macht und wo das überhaupt ist.
Der schwarze Pfeil sagt, dass dieser Knoten am Internet angebunden ist und nicht nur über Vernetzung, über Drahtlosvernetzung funktioniert. Ja, und dann sieht man auch ganz schön, zum Beispiel hier vorne, wie das aussehen kann, wenn da mehrere Knoten miteinander vernetzt sind. Und zwar sind da, zu kurz, da sind die drei Knoten rechts am Internet angebunden, haben jeweils aber auch eine Verbindung zu den einen Knoten links, der keinen direkten Internet-Uplink hat. Das heißt, der kriegt nur über Funknetzwerk eine Verbindung und gibt darüber sein Internet weiter. Die Farben dieser Kanten oder dieser Verbindung zwischen den Punkten zeigt dann die Signalstärke an, die da herrscht. Genau, es fehlt noch das Vergleichbild. Das war letztes Jahr im Februar. Na, wo ist meine Maus? Und das wäre dann dieses Jahr im Februar. Also um darauf minimal einzugehen, um dieses Overall-Ranking anzuzeigen. Es hat sich schon einiges getan. Es ist viel mehr geworden und ja, es nimmt weiter zu. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so halbwegs beantworten, weil, wie gesagt, den ganzen Gesamtüberblick, keine Ahnung. Also ich wiederhole mal, auf freifunk.net gibt es nochmal die Gesamtzahl der Router, zumindest in Deutschland, ne? Oder auch europaweit. Das ist mehr oder weniger nur deutschlandweit, aber ja. Das sind, glaube ich, so 13.000 im Moment. Ja, Freifunk ist eigentlich ein typisch deutsches Projekt, deswegen sind wir fast ausschließlich in Deutschland vertreten. Und zum Thema Vernetzung wollte ich noch sagen, es gibt seit einiger Zeit eine deutschlandweite Freifunkkarte, wo man sehen kann, wo Freifunkrouter aufgestellt sind, wo man Verbindung zum Freifunknetz bekommen kann. Die wird auch aus dezentralen Datenquellen gespeist, aber dann zu einer gemeinsamen Karte zusammengeführt. Gibt es auch auf www.freifunk.net. Weitere Fragen? Das Mikrofon ist unterwegs. Ich wüsste noch mal gerne, wie das mit den Clients funktioniert. Also ihr hattet ja gesagt, es gibt ein VPN. Das heißt, wenn ich dann über Freifunk zum Beispiel surfen möchte, muss ich dann den VPN-Client installieren oder mich da irgendwo registrieren? Achso, sehr gute Frage. Da bin ich vielleicht auch zu wenig drauf eingegangen. Es ist so, dass wenn du einen Router hast, auf dem bereits ein Freifunk-Firmware läuft, also Software, so eine Art Betriebssystem, die macht das quasi schon alles. Die macht ein WLAN auf, ein ganz normales WLAN, wie du vielleicht von zu Hause kennst, bloß ohne Passwort. Also wir haben auch barrierefreie Zugang. Wer das vielleicht gemerkt haben, die Android-Telefone haben, die haben Vorlieben dafür, dass die sich automatisch bei uns im Freifunk einbuchen, weil es halt kein Passwort gibt. Und der Router baut dann zwei VPN-Tunnel auf zu weiteren Servern und du musst da auf dem Endgerät eigentlich keine weitere Software installieren, außer deine WLAN-Software, die das mit deiner WLAN-Karte abklärt. Okay, cool. Ganz hinten rechts. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen organisieren, dass ich nicht so viel laufen muss? Ja, mich würde mal interessieren, wie das in Europa generell aussieht, was es da noch so für Projekte gibt, weil beispielsweise, wir sind so ein kleines Dorf da in Frankreich und das wäre ganz interessant. Würde das auch mit Freifunk gehen, oder? Also prinzipiell kann man das natürlich machen. Es gibt aber über Freifunk hinaus noch Projekte, die im ähnlichen Bereich tätig sind. Meinst du jetzt mit Freifunk auch mit Internet Access? Weil es gibt ja auch noch hinten die Jungs von Qual.net, die machen halt auch quasi... Ja, Qual kenne ich ja. Nein, ich meine jetzt ganz konkret, wie ist das in anderen Ländern, also in Frankreich, in Spanien, in Italien? Gibt es ähnliche Communities wie Freifunk oder gibt es gar nicht? Oder? Doch, es gibt schon ähnliche Projekte wie Freifunk. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie die heißen genau, aber es gibt natürlich auch Freifunkprojekte im Ausland, natürlich. Aber ihr seid dann nicht irgendwie so vernetzt oder tauscht euch großartig aus oder so? Also doch, schon. Ich persönlich jetzt gerade nicht. Ja. Also ich habe jetzt in letzter Zeit mit keinem Franzosen oder Spanier oder sowas gesprochen. Deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen. Aber ich meine jetzt technisch, also so mit den Zusammenhängen da, mit Software und all sowas. Also. Wird dauerhaft auch so sein. Also ich habe es ja, wie gesagt, selber keinen Überblick. Aber auch die Frage können wir auch gleich super nochmal in Hackcenter beantworten, weil da sind noch ein paar andere Jungs, die vielleicht schon Kontakt zu anderen Jungs hatten. Reicht das?
Fragen. Ja, dann frage ich mal vielleicht selber was. Und zwar, wie steht ihr dazu, irgendwie euch in Richtung Tor-Netzwerk anzukoppeln oder sowas in der Art zu auch anzubieten, also Privatsphäre zu gewährleisten, anstatt nur Konnektivität? Also wir gewährleisten ja ein Stück weit Privatsphäre. Wir haben auch schon Tor-Exits-Server gehabt, die quasi noch, also die sind aber jetzt im Moment nicht aktiv. Das ist aber auch eine Sache von, weiß nicht, da muss ich jetzt auch, kann ich technisch auch sehr tief direkt einsteigen, aber das lasse ich jetzt besser. Es gibt mehrere Gründe, warum wir es aktuell nicht mehr haben. Das eine ist quasi der Durchsatz, der da entsteht. Und die andere Sache ist halt, Tor ist halt auch nicht unbedingt so 100% Privacy, ist meine persönliche Meinung. Aber darüber kann man sich wahrscheinlich auch streiten. Ansonsten ist Tor auch ein tolles Projekt. Frage beantwortet? Einmal nochmal da hinten und danach nochmal hier vorne. Ja, ich habe auch nochmal eine Frage zur Datensicherheit. Also du sagtest ja gerade eben, dass ich selber kein VPN installieren muss, dass das auf dem Router gemacht wird. Das heißt, ich melde mich dann mit meinem Rechner einfach normal an WLAN an. Aber dann ist halt meine Frage zum Beispiel, woher weiß ich dann als Client, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, einfach durch die Stadt gehe und sehe, oh wie cool, da ist ein WLAN, wo Freifunk draufsteht. Woher weiß ich dann, dass das tatsächlich ein Freifunkknoten ist und nicht irgendjemand, der da, weiß ich nicht, seinen Router gehackt hat oder was ganz anderes macht und so tut, als ob er einer ist und am Ende sich doch irgendwie dann meine Daten angucken möchte oder sowas in der Art. Also das weiß natürlich nie, ne? Du also kannst ja auch ein Auto weiß anmalen und ein Taxischild drauf machen, dann weißt du auch nicht, ob das ein Taxi ist oder ob das ein Typ ist, der dich irgendwo hinfährt. Letztendlich kann sich halt jeder seinen WLAN-Router kaufen, die SSID entsprechend benennen, also den WLAN-Namen frei wählen. Hundertprozentige Sicherheit gibt es da nicht, aber man könnte es zum Beispiel daran merken, dass deine IP-Adresse einem gewissen Verein oder ISP zugeordnet ist, die quasi dafür bekannt sind, dass sie in der Region als Freifunk-Exit dienen. Ah, okay. Also du könntest es auf Browser, als Fallbeispiel gibt es einfach whatsmyip.ein für KWU und dann wirst du sehen, wo es rauskommt und dann wirst du sehen, dass es wahrscheinlich keiner war, also der da einfach so gesagt hat, ich mach mal hier so einen Honeypot auf. Alles klar. Also ich gebe dir einfach kurz das Mikrofon. Ja. Also eine Anmerkung für ältere Mitbürger. Ich bin einer von diesen. 1985 habe ich das erste Modem betrieben und damals gab es das Internet in dieser Form nicht, aber es gab Mailbox-Systeme, die haben so ähnlich funktioniert, die waren natürlich nicht permanent online, aber der Durchdringungsgrad war viel schneller, wenn man den globalen Maßstab nimmt, Afrika war schon online. Das Internet hat 15 Jahre Verzögerung gehabt. Bis heute Riesenlöcher. Also das stimmt mich sehr optimistisch. Ja, gute Anmerkung. Mich stimmt das auch sehr optimistisch. Ich finde die Idee doch total toll. Ich bin auch gar nicht mal so lange dabei, 2 Jahre. Und mein persönlicher Traum ist sowieso, dass es, sag ich mal, am besten flächendeckendes Freifunk gibt, sodass jeder barrierefrei und ohne Anspruch oder es. Ich muss gerade überlegen. Es gab, jetzt komme ich natürlich nicht drauf, es gab mal, es gibt Orte, wo man ohne Registrierung oder Haus oder eigenes Grundstück oder eigene Adresse kein Internet haben kann. Und das umgehen wir ja auch dadurch. Und das, ich finde es einfach gut, wenn man halt, wie gesagt, ohne sich irgendwo registrieren zu müssen oder ohne, dass man irgendwelche Vertragsverhältnisse mit irgendwelchen Provider angeht, ins Internet kommen kann. Für uns ist Internet auch ein Grundbedürfnis wie Radio oder Fernsehen. Wäre halt geil, wenn es überall Freifunk gäbe, weil dann könnte man mehr Internet haben für alle. Gibt es noch Fragen? Gut, das sieht so aus, als wäre das alles beantwortet für alle, die noch Fragen haben oder Bock haben, Router zu basteln und direkt mitzunehmen und ab heute Freifunker zu sein. Kommt ins Techcenter und löchert uns mit Fragen und bastelt Router. Ich bedanke mich sonst und wünsche euch noch viel Spaß bei den restlichen Talks, die heute kommen am Tag. So rum.